Hey Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Pixelgern 3D hier auf meinem Kanal. Wieder mal recht herzlichen Dank bei dir fürs Einschalten. In der letzten Folge haben wir uns das futuristische Bundle geholt. Futuristische Bundle. Ja, ich hoffe, wir haben das richtig ausgesprochen. Aber gut, somit sieht meine Lobby jetzt richtig gut aus, weil es ist ja noch nicht Weihnachten und Halloween war auch vorbei. Deswegen haben wir unsere Lobby hier der Saison hier angepasst, denn es läuft ja momentan die Cyber-Saison und ich finde, sie sieht sehr, sehr cyber jetzt aus, unsere Lobby. Aber na gut, wir haben aber zwei Sachen vergessen und zwar haben wir vergessen, unseren Avatar bzw. unseren Charakter richtig passend dazu einzukleiden und zweitens und haben wir auch noch vergessen, ja, die Musik richtig wieder einzustellen, denn momentan haben wir noch die Halloween-Musik im Hintergrund und das passt auch nicht so ganz. Aber um das soll es nicht gehen in diesem Video, und zwar soll es heute um eine neue Waffe gehen, und zwar will ich mir ja alle Zauberbücher kaufen, wie zum Beispiel hier den Schattenzauber, und dann möchte ich mal einen Kampf starten, wo ich nur mit diesen Zauberbüchern spiele, und auf das bin ich schon richtig gespannt, aber zuerst muss ich mir eben alle Zauberbücher holen, und als nächstes am Programm steht hier ein Zauberbuch aus der Spezialkategorie, und zwar wollen wir uns heute den Fluchzauber holen, kostet wie jedes andere Zauberbuch auch 175 Juwelen, hat eine Effizienz, wenn es total upgegradet ist, auf von 56, ist eine legendäre Waffe, schießt Raketen, hat Durchschuss und verursacht auch Blutung, und die anderen Stats sind gleich wie bei allen anderen Zauberbüchern, 69, 1 und 70, also da gibt es nichts Neues dazu zu sagen. Ich finde die Zauberbücher ja gut, aber irgendwie könnte jedes Zauberbuch irgendwie in jeder Kategorie sein. Denn, ja, das Scharfschützenbuch ist nicht unbedingt jetzt ein Scharfschützenbuch und dieses Fluchzauberbuch könnte genauso gut bei den schweren Waffen sein. Aber na gut, Leute, ich würde sagen, wir kaufen uns dieses Buch hier, den Fluchzauber, eine Spezialwaffe. Um 175 Juwelen habe ich ja, habe 189, da können wir uns das easy holen und da haben wir diesen Gegenstand erhalten. Ja, ich möchte euch heute zeigen, wie sich dieses Buch so verhält, deswegen gehen wir gleich mal in die Minispiele und zwar in die Arena. Da kann man ja am besten hier Waffen testen, aber keine Sorge, wir spielen hier nur ganz, ganz kurz, damit wir ein Gefühl bekommen für die Waffe und dann gehen wir auch in den richtigen Kampf. Okay, es hat ja Durchschuss, diese Waffe. Leider keinen Fleckenschaden, das heißt, ich muss genau treffen, so. Das hat jetzt mein Einhorn erledigt und leider hat diese Waffe momentan ja nur eine Effizienz von 29, was auch nicht besonders gut ist für mein Niveau, also für mein Level-Niveau. Okay, jetzt, das hat jetzt gut gesessen. Macht ja Blutung, wie gesagt, deswegen bekommen die Gegner auch immer so einen roten Tropfen über ihren Köpfen, wenn man sie trifft. So, von der Geschwindigkeit her könnte es natürlich etwas schneller sein, ist jetzt nicht so Bombe, muss ich sagen. Aber na gut, fällt sich eigentlich ziemlich gut, man kann sehr, sehr gut damit treffen, hat ja Durchschuss, das heißt, ich könnte hier die zwei hintereinander treffen. Ja, ihr seht schon, haben beide geblinkt. Als ich den ersten getroffen habe, ist das Projektil durchgeflogen und da können wir eigentlich, ja, da auch wieder, ach, ich muss natürlich treffen, auch ja, können wir eigentlich beide auf einmal erledigen. So, das war's, Leute. Wir haben etwas ein Gefühl bekommen für diese Waffe, deswegen starten wir gleich mal in einen echten Kampf hinein. Aber zuerst muss ich unbedingt noch die Lobbymusik ändern und auch meinem Charakter ein futuristisches Aussehen hier verleihen. Deswegen, ja, holen wir uns hier gleich mal. Wo gibt's das? In den Optionen holen wir uns einfach mal einen anderen Sound. Winter, Ambient, Classic, Halloween, okay. Wir nehmen hier Classic. Ich könnte mir natürlich die Jukebox holen, hier in der Lobby, damit ich hier eine, ja, mehr Musik bekomme. Aber wir nehmen hier Classic. Das passt eigentlich ziemlich gut. Und dann geben wir unseren Charakter noch ein anderes Aussehen. So, Royal, Avatar, ich würde sagen, der Future Ninja passt hier ziemlich, ziemlich gut anlegen. Und somit sieht das Ganze schon um einiges besser aus, muss ich sagen. So, aber wir wollen heute den Fluchzauber testen. Deswegen gehen wir gleich mal in einen Teamkampf. Irgendwo, wo Durchschuss Sinn macht, also Weißes Haus. Und schreibt mir unbedingt mal in die Kommentare, wie ihr diese Waffe findet und ob ihr diese schon benutzt. Ja, ich möchte gerne hier eure Meinung hören. Natürlich muss ich sie noch komplett upgraden, damit sie für mich brauchbar wird in meinem Level-Segment. Aber wir versuchen hier trotzdem natürlich einen Kill uns zu holen. So, da steige ich bestimmt nicht ein. Denn das gegnerische Team war hier schon ziemlich, ziemlich, ziemlich weit vorn. Dankeschön, Pixelgun, für das Angebot, das einfach immer läuft. Diese Doppelaktion oder Dreifachaktion läuft hier bei Pixelgun irgendwie immer. Verstehe ich nicht ganz. Aber na gut, falls dir dieses Video gefällt, trotzdem bitte einen Daumen nach oben geben. Falls dir nicht gefällt, Daumen nach unten. Okay, wir werden hier in das gleiche Spiel gerankt. Dann würde ich sagen, starten hier gleich mal und versuchen hier
Ach Mensch, und da gibt es wirklich jemanden, der hier mit einem schwarzen Loch spielt. Dankeschön für gar nichts. Ich hasse diese Waffe so sehr. Ich habe mich ja letztens im Stream schon so irrsinnig darüber aufgeregt, um die Waffe. Ich verstehe das Teil einfach nicht. Das ist einfach viel zu... Oh, wir haben den Kill! Wir haben den Kill bekommen. Ich weiß aber nicht, ob es mein Einhorn war oder nicht. So. Es hat hier geheißen, ich kann mich mit einem Raketensprung aus dem schwarzen Loch befreien. Habe ich noch nie versucht. Aber na gut, wir werden diese Runde auf alle Fälle verlieren. Ich will hier die Runde aber auch nicht beenden. Puh. So. Und da haben wir schon wieder das Schwarze. Ne, haben wir gar nicht. So, Gegner blutet. Kill-Unterstützung ziemlich gut. Wir schmeißen hier mal eine Atombombe. Wir müssen hier da noch einige werfen, damit wir hier einen Erfolg uns holen. Beziehungsweise ja, was abschließen für den Battle Pass. Bin ja noch erst auf Level 18. Boah, ich hasse das schwarze Loch einfach so sehr. Boah, das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht. Ja, zum Kampf. Der hat schon wieder den Ausrotter. Und der macht die schwarzen Löcher, Leute. Der macht die schwarzen Löcher. Komm, lass dich killen. Lass dich killen. Ernsthaft jetzt? Boah. Ja gut, wir haben das jetzt abgeschlossen. Wir verlieren hier ein paar Pokale. Aber na gut, wenn jemand den Ausrotter spielt, dann ist es bei mir vorbei. Dann ist es bei mir wirklich vorbei, Leute. Ich hasse diese Waffe einfach so sehr. Und in letzter Zeit wird die einfach so oft gespielt. Denn man ist in diesem schwarzen Loch gefangen, kann ewig lange nicht weg. Ich meine, wenn das für 1-2 Sekunden ist, okay. Aber das ist ewig lange. Das ist einfach... Keine Ahnung, wie lange dieses schwarze Loch hält. Aber es ist einfach viel zu lang, muss ich sagen. So, sollen wir irgendwas anderes nehmen? Ja komm, wir nehmen den Kaiserpalast. Da kann man ja auch sehr, sehr gut mit Durchschuss spielen, denn auf dieser einen Brücke da sind ja immer sehr, sehr viele Gegner. Da kann man gut durchschießen. Ich weiß nicht momentan, was ich vom Fluchzauber halten soll. Nicht so meine Waffe, muss ich sagen. Weil die Projektile fliegen eigentlich, ja, sie fliegen ganz okay. Sind halt doch Raketen. Könnten natürlich schneller fliegen. Treffen halt erst, wenn sie jetzt beim Gegner sind und nicht so wie bei einer Sniper, dass sobald man hier abdrückt, dass sie beim Gegner schon angekommen sind. Ja, das muss man sich gewöhnen bei diesen ganzen Waffen mit den Raketen. So. Nicht mit mir. Nicht mit mir. Ich habe ihn getroffen, er hat eine Blutung drauf. Er hat eine Blutung drauf. Das finde ich schon mal gut. So, den killen wir, oder? Den killen wir. So, da ist er weg. Und irgendwo ist da noch ein Gegner. Okay, das war ein Mitspieler. Meine Cam lag. Ich bin total hinten nach. Wirklich lustig. So, yes. Aber alles nicht meine Kills, nicht meine Kill-Unterstützung. Verstehe nicht, wieso das gerade so rumlaggt wieder. Komm! Zum Kampf kommen. 9-9. Das wird noch knapp, Leute. Das wird wirklich noch knapp. Ob wir hier gewinnen oder nicht. Ich will natürlich hier gewinnen. Boah, ich verstehe es nicht. So, wir müssen auch noch ein paar Granaten werfen. So, Mecha-Kill habe ich hier mit meiner Granate. Hier haben wir auch noch eine Revanche-Kill. Sehr, sehr nice. Yes! Hier haben wir nochmal einen Kill. So, Kopfschuss. Das ist ziemlich gut momentan. Wir sind einen Zähler vorne. Da ist ein Gegner. Wieso killt den keiner? So killt diesen Gegner keiner. So, wir teleportieren uns mal zurück mit der Zeitmaschine und hoffen, dass wir den Gegner hier killen können. So, wir haben ihn getroffen. Er hat eine Blutung. Killunterstützung. Sehr gut. Sehr gut. Wo sind die Gegner? Hi Danny Online, schreibt hier der RR. So, wir verwandeln uns gleich noch mit dem Mech. Ja, wie gesagt, der Fluchzauber, ich kann ihn noch nicht wirklich was abgewinnen. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Bitte einfach in die Kommentare schreiben, wie ihr die Waffe so findet. So, der RR hat mich abonniert, wie es aussieht. So, wir müssen ja noch zweimal eine Nukleargranate werfen für diesen Erfolg. Mal schauen, ob wir das noch schaffen. Und sorry, Leute, dass die Cam laggt, aber ich möchte jetzt deswegen das Video nicht neu jetzt aufnehmen. Ich habe keine Ahnung, wieso es so laggt. Keine Ahnung. So, die Gegner sind vorne, finde ich nicht gut. Das müssen wir ändern. Das müssen wir auf alle Fälle ändern. So, hier ist dieser RR.
Ging leider drauf. Leider nicht von mir. Da haben wir noch einen. Komm. Na gut. 80 Sekunden noch. Das war's. Das war's, Leute. So, wir haben doch noch eine Revanche bekommen. Keiner killt uns. Ja. Der Fluchzauber, ich weiß ja nicht. Naja, bitte unbedingt eure Meinung rein. Mir gefällt er nicht so gut. Wir bekommen das Einsatzgewehr für 2 oder 3 Matches hier zum Testen. Da gibt es bessere Waffen, muss ich sagen. Da gibt es wirklich bessere Waffen. Vielleicht, wenn er auf Max ist, also um einiges besser ist, denn da verdoppelt sich die Effizienz ja fast. Aber na gut, das werden wir in einem späteren Video sehen. Das war's mit dem heutigen. Falls dir gefallen hat, Daumen nach oben. Falls du neu bist, würde ich mich natürlich sehr über ein Abo von dir freuen. Und wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video, damit du das nicht verpasst. Unbedingt die Glocke aktivieren. Bis dahin, macht's auf alle Fälle gut, Leute. Und ja, haut rein. Ciao.